Guten Morgen. Können Sie Ihre Sachen bitte nach hinten zur Lagerhalle fahren? Die stehen hier ziemlich im Weg, das macht überhaupt keinen Sinn. Sprechen Sie Deutsch? Was bist du denn für eine? Neue Azubine? Waren früher aber auch mal knackiger hier. Nein, mein Name ist Merz und ich... Herr Cilonka, pünktlich wie die Maurer. Ich muss noch irgendwo quittieren, oder? Guten Morgen, Erik. Ich hatte ihn gerade gebeten, seine Sachen zur Lagerhalle. Ja. Ach ja, nehme ich auch eine. Und, was ist auf den Straßen so los? Das hat da nichts mehr mit Achtung zu tun, verstehe ich nicht. Wie haben Sie denn das Verhalten Ihres Mannes empfunden, Frau Merz? Wessen? Mit wem? Was? Ach nee, ist der denn da? Sorry, das hat doch nichts mit Missachtung zu tun. Das ist ja wieder Krabbelgruppenniveau. Ich würde gern heute mal was mit Ihnen ausprobieren. Einen Rollentausch. Hm? Wollen Sie mal als Ihre Frau antworten? Ach, und Sie leiten jetzt Ihre Krabbelgruppe, oder wie? Und Sie können Sie versuchen, das Gespräch aus der Sicht Ihres Mannes zu führen. Ja, setz dich doch. Da geht's einfach darum, mal die Perspektive des Partners einzunehmen. Wollen wir das mal versuchen? Natürlich. Also, Sie antworten jetzt als Ihre Frau. Mhm. Frau Merz, was stört Sie aktuell an Ihrem Mann? Die Lobenstein hat mir eingeredet. Sie können ganz normal reden. Ach so. Die Lobenstein hat mich mit ihrem Feminismus angesteckt. Seitdem denke ich, dass ich überall mitquasseln muss. Und wenn er mal nicht mitmacht, dann bin ich gleich beleidigt. Frau Merz, wollen Sie als Ihr Mann antworten? Ja, sehr gerne. Also die einzige Frau, die ich kenne, die was vom Geschäft versteht, ist Frau Tante Emma aus ihrem Laden. Ansonsten ist es ein Männerbusiness, leider. Ich habe mich als Mutter und Marketingfrau immer sehr, sehr wohl gefühlt und wollte diesen strunzlangweiligen Firmenkram nie mitmachen. Ich bin als Mann darauf angewiesen, meine Frau klein zu halten, damit ich vergessen kann, dass das eigentlich ihre Firma ist. Firma deines Vaters. Bist du immer noch ich? Nee. Herr Merz? Er oder ich? Herr Merz, könnten Sie sich vorstellen, Ihre Frau stärker ins Tagesgeschehen einzubinden? Sicher. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Sie mehr in die Verantwortung zu nehmen, was die Firma anbelangt. Herr Cilonka, pünktlich wie die Maurer. Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Wieso? Ja, Herr Cilonka, wir haben uns ja neulich kurz getroffen und ich würde Sie heute wirklich bitten, dass Sie Ihre Lieferung da hinten in die Lagerhalle fahren. Wieso? Weil die Lagerhalle dafür da ist. Es ist doch ganz einfach. Sie wollen doch auch, dass wir Ihnen Ihre Rechnung aufs Konto überweisen und nicht, dass ich Ihnen jetzt einen Sack Münzen vor die Füße stelle. Herr Cilonka, reden Sie mit mir. Sie brauchen sich gar nicht an meinen Mann zu wenden. Ich bin ab jetzt ganz tags hier. Aha, geht doch. Siehst du? Vielen Dank. Halle 3, das ist rechts und wieder rechts. Falsche Richtung. Lief doch schon ganz gut. Erik, das geht so nicht. Da hast du dich völlig daneben benommen. Ach, das war ja klar, dass die Petzen kommt. Ja. Die Anne. Welche Anne? Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen. Man hat ja das Gefühl, du bist überhaupt nicht mehr bei der Sache, seit das mit deiner Ding so völlig aus dem Ruder läuft. Wie heißt die noch? Anne. Genau. Dabei macht die geschäftlich auch keinen guten Eindruck. Die Anne? Quatsch. Was ist denn mit dir los? Die Lobenstein natürlich. Ja, das habe ich ja von Anfang an gesagt. Die hat uns fast den Eberle verprellt. Ludwig, ich habe dich gewarnt. Der Eberle ist Schwabe. Der führt die Firma in der dritten Generation. Der letzte, der Familie so hochgehängt hat wie der, war Marlon Brando als der Pate. Der reagiert auf eine Emanzenzicke wie die Lobenstein mit Ausschlag. Aber dass du den besoffen aufs Hemd gekotzt hast, war auch gar nicht so hilfreich. Na gut, das war blöd. Aber in Schwaben ist sowas Folklore, halb so schlimm. Im Gegensatz zu der Art, wie die Lobenstein mit ihm umgesprungen ist. Pass mal, ich hab das Gefühl, er springt ab. Er geht uns von der Fahne. Jetzt, komm. Bitte. Erik, Mensch, komm. Was ist denn? Ah, Herr Eberle. Hier ist er, unser Erik. Wollte sich noch mal persönlich bei Ihnen entschuldigen. Ja, genau.
Es tut mir wirklich leid, das ist mir noch nie passiert. Hanoi, kein Problem. Was meinen Sie, wie ich unterwegs bin, wenn bei uns Stadtfest ist? Ja, hallöle. Nein, was mich irritiert hat, war, dass Sie bei den Gesprächen gar nicht mehr dabei waren. Ich will meine Frau etwas stärker in die Firma einbinden. Ah ja, so stark, dass Sie nicht mehr dabei sind. Nein. Das ist ja nun auch wieder nicht. Das würde der Chef ja auch gar nicht zulassen. Er würde die Zügel viel zu fest in der Hand. Ja. Du. Tun dir wieder die Füße weh? Nee. Wieso? Frau Lobenstein meinte neulich, also das zwischen Ihnen und Ihrer Frau, also, dass Sie womöglich aus der Firma ausscheiden müsstet. Fake News. Wie man so schon sagt, ist im Prinzip alles in Ordnung. Also, bis auf die üblichen Reibereien, aber die kommen ja in den besten Familien. Ach, da ist sie gerade. Schatz? Entschuldigung. Eine Sekunde mal eben, Schatz. Ganz kurz mal eben, Schatz. Der Herr Eberle, der wüsste gerne... Schatz mich nicht an. Die Nummer eben, die wird dir noch richtig leid tun. Jetzt mach mal bitte halb lang. Nee, ich mach halb kurz. So kurz mach ich dich. Mit Hut, du Arschloch! Klapp ein. Was hätte ich denn tun sollen? Der Eberle will den Deal unbedingt noch mal im familiären Rahmen durchhecheln. Mit dir und mir und ohne die Lobenstein. Ein Pärchenabend mit Eberles und dir und meinen Eltern. Was soll das sein? Happy Hour in der Hölle. Er hat regelrecht darauf bestanden. Und dann fing dein Vater an, seine Sachen aus dem Mensch, Fenster zu schmeißen. Für einen Abend könnt ihr euch doch mal zusammenreißen und glücklich verheiratet spielen. Herrgott noch mal, der Eberle ist ein wichtiger Kunde. Und dir wäre ich sehr dankbar, wenn du dann nicht wieder meine Klamotten aus dem Fenster wirfst, ja? Ich glaube, mein Vater hat recht. Für den Deal mit dem Eberle ist es echt wichtig, wenn wir alle noch mal zusammenkommen. Als Familie. Wenigstens noch mal für einen Abend. Na, Großer. Hallo. Wie war es heute? Ganz gut. Guck mal, wie findest du das? Gut. Hast du wieder mit dem Zeichnen angefangen? Finde ich super. Hast du lange nicht gemacht. Das will ich mir stechen lassen. Was heißt das, stechen? Hier oben am Arm. Tätowieren meinst du? Ja, genau. Ich zahl's auch selbst. Ist es okay? Klar. Oder soll ich das zahlen? Echt jetzt? Nee, das war ein Witz. Mein Schatz, du bist definitiv zu jung, um dich für den Rest des Lebens zu verschandeln. Ja, wenn ich so alt bin wie du, dann brauch ich's auch nicht mehr. Dann bin ich nämlich nicht mehr cool. Bloß alt. Mit dem Risiko wirst du leben müssen. Das ist aber mein Arm und mein Geld. Solange du diesen Arm auf meinen Tisch legst, lautet die Antwort nein. Mann! Leider nicht verhandelbar. Okay, Leon. Die Leute malen immer nur in öffentlichen Klos an die Wände. Kein Mensch macht das bei sich zu Hause auf der eigenen Toilette. So ist das auch beim Tätowieren. Woanders okay, bei einem selbst. Boah, du hast echt gar keine Ahnung. Ja? Papa, lass doch einfach. Die lief da einwandfrei. Ja, danach läuft es aber viel besser. Das ist absolut genial. Nur noch der halbe Wasserverbrauch. Ich krieg die Scheiße hier irgendwie nicht rangeschraubt. Mach nur mal an! Hey, Killer! Was machst du denn hier? Na, warte, komm, der Junge ist da. Ja, ich hab Stress mit Mama. Und willkommen im Club. Ich will mir ein Tribal machen, aber sie zickt voll rum. Immer wieder typisch. Du findest das okay? Boah, das ist doch super, ich zahl's auch selbst. Hier am Oberarm und so ein Stück auf der Schulter in schwarz. Ey, boah, danke. Eine Tätowierung? Ich hab auch eine Tätowierung, eine geile alte über dem Po. Kennst du die? Zeig dir die mal. Nicht jetzt, Papa. Ah, Tag, mein Junge. Bin grad im Klo. Du, der Junge will sich eine Tätowierung machen lassen. Ach, schön. Eine Schlange oder was? Eine Rose fände ich auch toll. Wohnen am Arm oder was? Mama, keine Schlange, keine Rose, der Junge ist 14. 15? Mit 15 habe ich ganz andere Sachen gemacht und die waren alle verboten. Der Ecki, der hat sich da auch mal eine Rose auf dem Arm tätowieren lassen. Die sah aber aus wie ein Kuhschwanz. Mama nicht. Boah, ey, wie Mama? Steht da unter Pantoffel und der Pantoffel hat so dicke Sohlen. Da können wir ihm ja hinten drauf tätowieren. Ein Pantoffel. Oder ein Ochsenschwanz, der Ochs hat auch keine Eier mehr. Also rechtlich ist eine Tätowierung Körperverletzung. Sehe ich auch so. Und du musst mindestens 16 sein. Habe ich auch gesagt. Hast du gar nicht. Hätte ich aber noch.
Und da kann man gar nichts machen? Hast du doch gehört, das ist ein Gesetz, keine Chance. Komm, Kollege. Ja, es ist Ermessenssache. Es ist rein rechtlich eigentlich eine Grauzone. Es geht um deine geistige Reife. Hat er nicht. Ja, Entschuldigung, du hast in Mathe eine 5. Was hat das damit zu tun? Das lässt mal meine Sorge sein. Im Übrigen habe ich im Gegensatz zu dir reichlich geistige Reife. Und ich kann dir sagen, dass Tätowierungen nur was für Assis sind, die zu blöde sind, sich zum Kritzeln einen Block zu kaufen. Gibt Ausnahmen. Wenn du spontan entscheiden müsstest, wer cooler ist, er oder ich. Du. Entschuldigung? Ja, hallo. Selber hallo, ich leite ein ziemlich großes Unternehmen und sie sitzt in einem kleinen Kämmerlein und malt Leute bunt? Ja, eben. Da hast du dich wieder bequatschen lassen. Pärchenabend, familiäre Atmosphäre. Aha. Also nicht hingehen zu dem Pärchenquatsch. Mehr Selbstbewusstsein, Anne. Hatten wir doch drüber gesprochen. Ich nehme Kaffee. Bist du nur eine Taste? Ich weiß. Mit ein bisschen Milch. Erik hat gesagt, wir kriegen den Auftrag nur, wenn wir das Familiending durchziehen. Da kann er recht haben. Ja, die Schwaben. Außen total international, innen tiefste Provinz. Aber dann ziehe ich die Firma ja rein, wenn ich nicht hingehe. Kann sein. Also hingehen. Du musst lernen, dich gegen die Wünsche der alten Säcke durchzusetzen. Nicht hingehen. Hör auf dein Bauchgefühl. Dann gehe ich hin. Du machst das schon. Aber die Anne ist doch eigentlich ganz locker. Außerdem, jeder hat doch heute ein Tattoo. Naja, jeder, der mal im Knast war vielleicht. Ach. Also, das ist das chinesische Schriftzeichen für Liebe. Aha. Hoffe ich zumindest. Vielleicht heißt das auch einfach nur 87 süß-sauer, keine Ahnung. Bist du bescheuert? Okay, ich lasse euch. Oh. Der wollte unbedingt eins haben. Oh. Wenn er morgen Heroin haben will, gibst du ihm die Spritze oder was? Mann, das ist ein Bio-Tattoo, das geht von selbst wieder weg. Aha. Wirklich. Wenn irgendeiner was von dir will, der Zilonka oder Eberle oder mein Vater oder Leon, völlig egal, du gibst nach. Anstatt Rückgrat hast du weiche Nudeln. Aber wenn die schwierigste Entscheidung, die man zu treffen hat, die ist, ob das Logo ein helles Hellblau hat oder vielleicht doch eher ein dunkles Hellblau, dann hat man leicht reden. Ich weiß nicht, wie ich auf dich reinfallen konnte. Das ist mir unmöglich. Mit dir aushalten konnte. Das ist ein Bio-Tattoo. Das geht in 3 Wochen von selber weg. Und da sagt sie zu mir, ich hätte ein Rückgrat aus Nudeln. Als ob die Ahnung von Nudeln hätte. Wer Roulade ohne Speck macht, hat sowieso keine Ahnung. Das ist ja schön, ne? Das Ding ist im Arsch hier. Keine Ahnung, was du dir hast dir wieder andrehen lassen. Das funktioniert doch einwandfrei, bis du daran rumgemacht hast. Ist ja wieder typisch. Ich mach und tu hier in der Wohnung und das ist der Dank. Guck mal, schön, der Junge. Erik sagt, es ist alles Bio, aber die meckert wieder. Ja, die meckert doch immer, aber der wollte die da unbedingt haben. Genau wie die scheiß Maschine, kann er gleich wieder an die Straße stellen. Papa, jetzt muss ich erstmal zusammen mit Anne zu diesem Pärchenabend. Wie? Die sagt, du hast Eier aus Nudeln und jetzt gehst du mit ihr aus? Also das kapiere ich nicht. Das verstehen wir nicht, weil wir nicht studiert haben, Mutti. Wir waren ja nur auf der Baumschule. Jetzt ist dunkel. Das ist total schwarz jetzt. Soll ich mal sehen, ob ich es reparieren kann? Nee, danke. Okay, ich bin echt gespannt, was du sagst. Doch nicht noch um. Ja, so kannst du jedenfalls nicht gehen. Ist neu. Kannst ja nicht mal ein Kleid sein? Mama? Guck mal, was ist hiermit? Achso, nee, das ist dir bestimmt zu eng. Ja, du musst ein bisschen aufpassen, Mäuschen, figurmäßig. Mal geht's noch. Hörst du mir bitte mal zu? Ach, nicht in dem Ton, Mäuschen, ja? Wie findest du das? Tschüss. Jetzt reiß dich bitte mal zusammen. Ich will mich nicht verkleiden. Ich will ja nicht mal dabei sein. Oh, was meinst du, auf wie vielen Feiern ich dabei war, wo ich nicht dabei sein wollte, weil dein Vater mich gerne dabei haben wollte? Ich bin aber nicht wie du. Ich möchte mehr sein als Deko. Wir haben ja gesehen, was dabei rauskommt. Hm? Na, den Herrn Chilonka, den Zulieferer, den hast du doch schon total verprellt. Woher weißt du das denn? Die Deko kriegt manchmal mehr mit, als du meinst. Ich finde das alles so scheiße. Jedenfalls solltest du dich mal fragen, ob du wirklich das sein kannst, was du sein willst. Und so lange bist du erst einmal Deko. Hier, das ist wunderbar. Das kaschiert. Bis gleich. Erik, komm rein.
Der Ebele hat geschrieben. Sie sind auf dem Weg. Moment, was wollte ich denn noch, Mensch? Die Tür zu machen? Nee. Ach doch, Ich hab das Angebot im Übrigen noch mal geprüft. Wir können den maximal 2% entgegenkommen. Maximal. Das ist wirklich Feierabend. Und zwar egal, was diese Lobenstein sagt. Ja, die ist mir sowieso suspekt, diese Frau. Aber wenn du dich besser mit der Dings verstehen, mit der Anne verstehen würdest, ja, dann hätten wir die überhaupt nicht an den Haken. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Grüß dich, Erik. Hallo. Oh, das sieht aber gut aus. Ist das neu? Die ist noch nicht neu. Die Maria habe ich doch schon ewig. Ludwig. Ja, was? Das war ein Witz. Ich habe doch überhaupt keinen Humor. Was? Von mir kannst du keinen Humor erwarten. Ich bin eine Praline. Spaß dir. Wir haben sowieso noch zu reden. Ach, du liebe Güte, jetzt tu doch nicht so, als hätte ich unseren Sohn beim IS angemeldet. Darum geht's nicht. Erstens habe ich Nein gesagt, da kannst du nicht einfach Ja sagen. Und zweitens kann Leon nicht einfach bei dir pennen. Ich möchte das vorher wissen. Der Junge ist auch mein Junge und der kann pennen, wo er will. Nee, sorgerechtstechnisch wird das ganz anders geregelt. Sorgerechtstechnisch? Kinder, das können wir doch auch alles schön nach dem Dessert besprechen, wenn die Gäste wieder weg sind. Das war klar, Mama, dass dein Enkel dir nicht so wichtig ist wie die Scheißschwaben. Die Tür stand offen. Ja, genau, das war's. Die Tür. Das hier sind ein paar Dips. Boah, nee, ich hatte meinen Fuß in Dips. Wochenlang, Skiunfall. Ja, das krieg ich nicht runter. Dips. Das ist ein komisches Wort, ne? Dips. Ich mach mal ein bisschen Musik. Komm mal weg, das ist ja schlimm. Wir waren letztes Jahr bei der Andrea Berg. Brutal. Das war einmalig. Stimmt's, Häsle? Ja, einmalig. Wir haben die Karte geschenkt gekriegt. Hm. Weißt du das noch? Nee. Ah ja, doch. Vom Elektropolmann. Mit denen schaffelt man oft zusammen. Andrea Berg, ist das nicht der Typ, der mit dieser Helene Fischer zusammen ist? Mhm. Nein. Das ist eine Frau. Und was für eine. Ich sag immer zu ihr, also von der Andrea Berg, da kannst du ihr Scheibel abschneiden. Schneiden Sie sich dann auch was von Brad Pitt ab oder muss ich nur Ihre Frau was abschneiden? So viel Brad Pitt ist ja gar nicht da, wie er da Scheiben bräuchte. Noch Rotkohl? Ich sag immer, Frau ist wie ein Lade. Was man hat, das muss in der Auslage. Gell, Häsle? Noch jemand Käse möchte? Keine Sau will Käse. Darf ich nicht in diesem Ton. Wir können ja vielleicht mal über die zwei Phasenmaschinen sprechen, unsere DHX 400. Man will doch unsere Frau nicht mit unserem Geschäft langweilen. Stimmt's, Häsle? Mhm. Sie ist ja schließlich kein Schuhgeschäft gelesen. Keine Sorge, wir können ja so lange Rezepte austauschen. Nein, sie kocht ja fast nie. Nicht mal Kühe fressen Käse. Und die produzieren Milch. Ludwig, hör auf mit diesem Ton. So, ich fress noch ein paar Gips. Die waren lecker. Ludwig? Und? Wie läuft das ansonsten mit dem Nicht-Langweilen? Ja, sie hat immer was zu machen. Was hast du jetzt angefangen, Häsle? Ich bin seit... Hm-bar. Wo sie so rumhüpft mit Musik, ja? Ist bestimmt lustig, oder? Die ganze Weiber-Elle war so Zumba. Zumba heißt das. Zumba. Mir einmal zu. Einziges Mal. Ich glaube, es heißt Zumba. Häsle? Häsle, was hast du denn? Häsle! Heiligsblende! Was sag ich dir? Was ich immer an uns mochte, ich glaube, das war, dass wir immer zusammen lachen konnten. Auch wenn es drumherum schwierig war. Also gerade wenn es drumherum schwierig war, dann haben wir irgendwie trotzdem viel gelacht. Und gelästert. Gelacht und gelästert, nicht vergessen. Lass mal den Humor noch mal kurz beiseite. Wie hießen die noch mal, diese komischen Leute aus Leons Kindergarten? Ach ja, polnisch Vater, ja. Von Gwendolin. Genau. Meine Tochter ist sehr, sehr sensibel. Also ich würde es schon... Hermetz, meine Tochter spielt mit Popo. Zwei Wochen haben wir gebraucht, bis wir kapiert haben, dass er Puppe meint. Ja, ich glaube, ja, wir hatten wirklich immer viel Spaß zusammen. Ja, wir hatten immer Spaß, wenn die anderen Stress hatten. Der Humor war also immer eine wichtige Basis für Ihre Beziehung?
Ja, ja, wenn man bei ihm erstmal durch die ersten beiden Schichten Hornochsigkeit durch ist, dann tritt ja die eine oder andere Überraschung zutage. Ich hätte dich gebeten, was original Schwäbisches zu machen. Ich geb mir wirklich an. Was machst du? Aber Rinderbraten. Irgendwas ist meine Schwäbisch. Können Sie das noch ausführen? Jetzt gerade die Sache mit Leons Tattoo zum Beispiel, das war... Ich sag bei sowas grundsätzlich, nee, gibt's nicht. Und er geht mit dem Kurzen dahin und lässt ihn erstmal bemalen. Das ist natürlich besser. Ich sag dir nur ja, weil ich mich, nee, gibt's nicht, nicht traue. Und das ist hier einfach viel direkter. Das wie mit dem Chilonka, der ist seit 4 Jahren unser Zulieferer. Und der ging mir von Anfang an tierisch auf den Sack. Und sie geigt ihm aber einfach ihre Meinung. Und das finde ich schon super. Dann gibt es also noch Eigenschaften, die Sie am anderen schätzen. Und durchaus noch Gemeinsamkeiten. Das sind ja wertvolle Zutaten für eine funktionierende Beziehung. Können Sie beschreiben, woran es dann trotzdem im Alltag oft scheitert? Oh. Sag mal. Was war das gerade? Wolltest du mir einfach nur einen reinwürgen oder hast du in der Hektik deine Eier nicht gefunden? Das in Sri Lanka doch gesehen, was hätte ich denn tun sollen? Ich nehme Kaffee. Das ist die Taste. Ich weiß. Mit Milch. Das bringt überhaupt nichts, wenn du hier mitmachen willst und du überall nur Chaos reinbringst. Oh, jetzt ein Kaffee. Das ist doch eine Idee. Kann dir einen machen? Nee, danke. Das Knöpfchen finde ich schon noch alleine. Papa? Hm? Hat der Eberle sich gemeldet? Da kümmert sich doch Anne drum. Ich bin die Anne. Ja, die andere. Lobenstein? Was? Ja, Lobenstein. Hä? Das wollten wir doch beide nicht. Die Frau ist sehr gut, finde ich. Herr Reichert? Ja? Wollen wir das Angebot für Eberle noch mal durchgehen? Herzlich gern. Ich dachte, wenn wir denen 10% geben, vergessen die den kleinen Vorfall. Hm? 10% und Karten für Andrea Berg. Also ich hätte das ja auch noch mal durchgerechnet und bin zum Ergebnis gekommen, dass das... Nee, lass mal. Du kannst ja nicht mal einen Kaffee machen. Guck dir die Sauerei an. Und wir gehen in mein Büro, ja? Ich komme jetzt auch. Nee, lass mal. Aber so einen Kaffee nehme ich auch. Und ein bisschen Milch, weißt du ja.